Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, ich werde jetzt hier diese Kante einmal so pflügen, dass es quasi einen Acker ergibt. Mein CP erkennt das ja sowieso nicht. Dann kann man es auch gleich komplett wegnehmen. Und danach lassen wir die beiden Flüge mal unsere Felder hier umarbeiten. So, ich hoffe dann, dass er das jetzt erkannt hat oder erkennen wird, dass es ein zusammenhängender Acker ist und ja, er die den Feldrandkurs nicht so bescheuert berechnet. Okay. Nehmen wir hier vorne diesen Feld, dieses Stück auch noch weg. Und den Quatsch, wenn ich es vernünftig bearbeiten hier. Meine, das wird nach und nach wahrscheinlich sowieso zum Hof umgearbeitet werden. Aber ja, muss ja nicht so bescheuert jetzt zu Anfang sein hier. So, dann lassen wir das Ganze mal nochmal neu berechnen. Das sieht doch viel besser aus. Woran es auch immer hier hängt. Ach, an der Palette.
Also, dann viel Spaß. Auf zur BGR. Gucken, ob das Abladen hier funktioniert. Natürlich nicht. Ach so, der brauchte da gar nicht nochmal hinfahren, ne? Der kann Feld 9 fahren. 9 hatte ich gesagt. Und Feld 9. BGA. Das erklärt so, warum nichts raufgeladen wurde, wahrscheinlich. Weil es auf 9 berechnet wurde. Geht das auch gleich fertig? Der hier ist einfach nur dumm. So, komm, sammel die letzten paar Bällchen hier, du Dödel. Ja. Und wieder mal ist es eine Leitplanke, die im Weg ist. Teile reiße ich auch mal alle irgendwann noch mal weg. Jetzt geschafft, okay. So. Das sieht ja ganz vernünftig aus, was er hier macht. Hier ebenfalls. So, die Rasenmäher.
25. Und diese ganzen kleinen Pippelfelder noch dazu. Wie lange kann man für 7 Ballen brauchen? Ja. Monate. So, Abfahrt. Der andere Rasenmäher. Silagebällchen, ja. Auf zur 26. So, 25 wird die Fläche sein und diese hier wahrscheinlich, ne? Na gut. Probieren wir es mal nochmal. Ich glaube nämlich, dass ich bis jetzt noch nie eigene Ballen da reingeschmissen habe. Weil die immer alle für irgendwelche Aufträge waren. Dann ist ja kein Wunder, dass der Inhalt nicht mehr wird. Musikalten.
Nö. Gut, dann brauchen wir nur ein Steinlager. Weil ich die erstmal, ja, erstmal weiß ich nicht, was ich damit machen soll. So, aber ich werde das dann so machen, dass ich hier in der Mitte einen Hauptweg mache. Das heißt, ich lasse jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Machen wieder alles mit Pflasterstein. Eine vernünftige Kante bitte hin. Will ich nicht. Wenn es so weitergeht, habe ich gleich einen ganzen Hof damit eingedeckt. Ich glaube, da drin möchte ich anderen Boden haben. Machen wir hier rein Kopfsteinpflaster. Nee, das guckt dann raus. Dann pflastern wir alles. So. Was machen wir jetzt hier einfach mal anders?
Ach, die Punkte für die Lager machen wir neu. Gefällt mir so nicht. So. Wir werden auf jeden Fall hier in der Mitte einen Hauptweg machen. Den lassen wir nicht in beide Richtungen fahren. So machen wir den hier. Bis ich die noch nicht verräumt hatte, die Punkte. Binden wir jetzt hier über eine Nebenstrecke an. Will ja nicht das alles über den Hof donnern, sondern nur, wenn das hier rein muss. Also binden wir den schon mal nur über eine Nebenstreckenanbindung an. Aber auf dem Hof wird das dann halt zur Hauptstrecke, die dann vorrangig zu benutzen ist. So. Müssen wir noch aus der anderen Richtung. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe mich wieder überzogen, so wie ich das gerade sehe. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne nächste Folge wieder mit dabei sein. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und ciao, ciao.